Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Torwart-Koop-Spielerkette zusammen mit dem Jan. Hi. Hallo. Ihr könnt gerne natürlich auch rechts um am i bei ihm vorbeischauen. Da seht ihr dann beide Spiele von ihm mit Wolfsburg. Mit seinem eigenen Torwart natürlich bei Wolfsburg. Ihr kennt euch aus. Und wir spielen jetzt gegen Hoffenheim hier mit Augsburg weiter. Hoffenheim wieder eine Mannschaft, die über uns ist, die wir eventuell überholen könnten. Wenn ich hier gewinnen würde, würde ich auch Dortmund und Nürnberg noch mit überholen. Krass, dass die wieder auf Platz 12 sind dort. Ja, ja, die haben sich echt. Ja, aber schon ein Spiel mehr. Wenn ich nun unentschieden spiele, dann komme ich wahrscheinlich gar nicht nach oben. Wenn ich verliere, dann natürlich dementsprechend sowieso nicht. Also Sieg wäre schon mega, mega geil. Kajubi hat sich übrigens dank seinem Hattrick hier den Spieler des Monats abgeholt. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein gegen Hoffenheim. Das wird interessant. Halt, halt, halt. Erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ihr könnt auch auf meinem Kanal jetzt Mitglied werden. Ein Video, wo ich alles dazu erklärt habe, wie viel das kostet, was es für Vorteile für euch bzw. auch Vorteile für mich mit sich bringt, das gibt's rechts oben beim i. Ich würde mich freuen, wenn ich genau dich bald als Mitglied auf meinem Kanal begrüßen kann. Dazu klickst du einfach unter dem Video neben dem Abonnieren-Button oder auf meinem Kanal neben dem Abonnieren-Button auf den Button Mitglied werden oder auch in der Videobeschreibung der zweite Link. Dort kannst du die Mitgliedschaft dann abschließen und ich würde mich darüber natürlich mega freuen. Merkt man eigentlich, dass ich ein Praktikum bei der Bank habe? Ich weiß nicht. Jetzt soll es aber auch schon weitergehen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Nein! Oh, so knapp! Ich habe den sogar schon drin gesehen. Ja. Was? Was ein Winkel, was ein Tor, 8 was? 1 zu 0. Ist das für eine Verarsche? Alter. Das macht Hoffenheim hier richtig gut. Augsburg hat bis jetzt noch nicht viele Spielanteile und dann so ein Schuss aus der Drehung, der passt perfekt. Ja, die kommen ja, Gartner. Ast rein! 2-0! Ich hab keinen Lust mehr. Mann, was für Kacktore. Einmal einen kurzen Winkel nicht gedeckt, dann köpft er über mich drüber. Da kannst du nicht viel machen. Dann wieder eine Flanke, Alter, das nervt doch, Alter. Oh, jetzt greift der noch für die Einwurf. Das für eine Fehlentscheidung schon wieder. Ha, ich find's gut. Leute. Ich verzweifle jetzt schon. Das gibt's da nicht. Mein Torwart auch. Also man sieht's ja hier, ich hab's gerade auch zu Jan gesagt, also die machen nichts in diesem Spiel, nichts. Komm, geht nach vorne, Mann, der läuft mir noch fast rein, der Spacken. Ja, dann musst Renn du auf offensiv schalten. Renn doch! Renn! Kajubi jetzt! Ihr Hattrick-Macher und Goalgetter der Augsburger! Oh, da, was war Tiki-Taka hier rumgemacht? Das war Tiki-Taka und Finn Wogerson schafft's nicht, oder ne, Hahn ist es. Wogerson war es vorhin, aber Hahn schafft es nicht ins leere Tor einzunetzen. Jetzt! Schuss! Oh! Da ist er da, der Keeper! Ich raste gleich komplett aus! Ey! Der Jan ist heute in Form. Hey, ich muss jetzt mal wieder hier ein bisschen... Wir müssen unendlich viele Folgen heute aufnehmen, weil ich heute gut bin. Oh. Ich muss jetzt mal hier wieder ein bisschen Hype in die Geschichte reinbringen, okay? Ich bin jetzt wieder guter Dinge. Ja! Nein! Du Spacken! Was hat er jetzt so für eine Mission? Ah, das war gar nicht schlecht gespielt, aber es ist halt einfach... Nicht mangelhaft für so einen Star-Torwart. Mangelhafter Abschluss, würde ich mal sagen. Darum oh, was ist hier jetzt gerade in der Verteidigung los? Ach, mach doch das Ding mal rein. Die Pille muss ins Tor, oder? In das Tor! Da ist der Torwart da. Ich renne jetzt mit vor. So eine Verarsche, die machen doch nix. Die machen gerade ziemlich viel, muss ich sagen. Ja, kein Tor. Nein, du darfst nicht schießen. Aber eine Ecke rausholen. Der Schuss ist viel zu gut. Mann, und Schuss, oder? Ey, warum schießen die Arschgesichter da vorne nicht? Mann! Die haben gar nicht so schlechte Ansätze gerade, aber die ballern halt nicht aufs Tor. Und wie soll dann eine Chance entstehen?
Wie sollen die noch zwei Tore machen oder geschweige denn drei? Das ist unmöglich. Komm schon. Ah, das war eine gute Parade. Ja, klar, weiß ich. Mann, ey, was sind das für Kacke da vorne, ey. Gott, Mann. Okay, Leute, Spiel abgepfiffen. Ja, ich habe mich kurz abgeregt. Nee, also keine Ahnung, das war echt eine ganz, ganz schlechte Leistung von Augsburg. Die hätten das besser machen müssen, ihre Angriffe besser ausspielen müssen, schießen müssen. So gibt's keine drei Punkte. Abstand zu Jan vergrößert sich. Dafür müssen wir natürlich seine Folge sehen. Abstand zu den anderen vergrößert sich auch. Heißt, im zweiten Spiel, jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen, egal gegen wen wir spielen. Auch gegen Bayern. 6-0 ist Pflicht. So, Leute, zweites Spiel gegen Frankfurt. Und Frankfurt wäre wieder so eine Mannschaft. Frankfurt ist auf Platz 10. Frankfurt wäre wieder so eine Mannschaft, wo, wie ich sag, wenn wir gewinnen, überholen wir die. Und überholen natürlich dementsprechend auch ein paar andere. Die Tabelle ist noch ziemlich eng, würde ich mal sagen. Aber gegen Frankfurt ist natürlich auch wieder richtig, richtig schwer, was es echt nervig ist und es schwierig macht, das Spiel für uns zu entscheiden. Ich darf Kevin Trapp spielen. Boah, ich sag dir, ich spiel zu null. Da ist ein wilder Jan. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich will aber nicht an, ich will nicht an, ich mach nichts. Entweder sie schaffen es oder sie verkacken es. Und ich tippe mal eher auf, dass sie es verkacken. Ja. Wie es aussieht, ziemlich sicher. Oh, das aber ist eine Kajubi ist trotzdem durch. Oh, da ist Kevin Trapp. Was ein Biest. Wo kam der denn her? Mann, mit der Kralle noch dran. Kajubi, unser echt guter Spieler, ja. Oh, Hilfe. Oh, warum schießt er denn nicht selber? Was ist das denn für einer? Kann ich mir schon denken. Au! Oh, Tor für Frankfurt! 1-0! Oh Mann, ey. Was ist mit Augsburg los? Oh! Alter! Was werden hier denn für Kunststücke ausgepackt? Wieso machen das meine Wolfsburger nicht? Ja, nein. Geh weg doch! Ihr macht doch auf Hahn! Mach doch auf den Hahn, ja. Junge, gib doch 11 Meter, oder? Guck mal, alle liegen am Boden, alle liegen am Boden, was ist das denn? Jetzt. Hilfe. Der schießt nicht, er schießt. Boah. Ach ja, gerade ganz schön viel Glück. Ecke Nummer 10. Nochmal eine Ecke. Oh, er kommt an auf den kurzen Pfosten. Oh nein, schnell wieder zurück. Hilfe. Nein! Perfekt. Mann. Alter. Ja, nur nicht nur fallen, aber muss. Wieso glaubst du das? Oh, jetzt hier Frankfurt. Die Chance. Und das ist sogar das Tor. Lol, ich dachte, der wäre außen jetzt. Das ist wieder oben. Das ist wieder der Winkel. Das wie ist auf krass. Deinem Kanal, wieder auf meinem Kanal vorhin. Und das ist. Immer wenn es oben ist, kann ich den Winkel sehr schlecht einschätzen. Naja, 2-0, das müsste wahrscheinlich schon die Entscheidung sein, weil drei Tore jetzt noch zu machen, so wie wir gerade spielen. Nee. Was machst du denn? Nee, das habe ich gerade nicht getan, oder? 3-0. Das habe ich gerade nicht gemacht, Leute, oder? Ey. Zum Glück hören wir nach dieser Folge auf oder nach diesem Spiel. Gott. Was war das denn? Beste Chance der Augsburger mal wieder. Oh. Mann! Ey, sag mal, was ist denn los? 4-0! Alter, was ist denn los? Weißt du, und vorhin, ich weiß nicht mehr ganz gut, genau, wann bei dem Tor kannst du nicht viel machen, so. Ich weiß nicht genau, wann es vorhin noch war, aber... Ah ja, wieder gute
Da hast du ja auf jeden Fall auch irgendwie so eine Scheiße abgezogen, dass du aus Versehen da falsch gesprungen bist. Und meiner hat einfach zurückgepasst und nicht geschossen. Mir passiert es natürlich wieder, dass er drin ist. Gott, ey, was kommt jetzt hier? Was ist denn? Jetzt wird es nochmal richtig peinlich zum Ende hin. Nummer zwei richtig krasse Tore. Mir noch den Ball. Warum passt der mir nicht? Ich kann halt im 16er nicht fordern. Ich gehe jetzt raus, um zu fordern. Geil. Abgepfiffen. Endlich ist es vorbei, Leute. Das wurde nochmal schön peinlich zum Ende hin. Ja gut. Parade von mir ist dabei. Ordentlich verloren haben wir auch. Läuft nicht so. Naja. Mal gucken, wie es in den nächsten Folgen weitergeht, wie es für Augsburg steht. In echt sind sie ja auch nicht so krass. Deswegen mache ich da gar nicht so viel falsch. Naja. Ist natürlich trotzdem nicht so smart. Naja, egal. Okay, schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Rechts unten am i verlinkt. Und gerne auch bei Instagram bei mir vorbeischauen. Da poste ich natürlich auch immer super coole Sachen von mir privat oder auch was auch immer. Da könnt ihr mir übrigens auch gerne privat schreiben. Da antworte ich nämlich immer. Bevor mir da Leute E-Mails schreiben. Das ist nämlich auch schon vorgekommen. Das ist sehr kompliziert, lieber bei Instagram. Okay, genug geschnackt. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Lasst mir einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao.